Herzlich willkommen zu dieser neuen Woche. Ja, ich bin relativ gut gelaunt. Wir haben heute Montag, es ist gerade schon 17 Uhr. Aber tatsächlich war gestern Abend, also Sonntag... Boah, danke für das tolle Video, Herr Luca Lacker. Ha, rede mal. Und bin nur einfach verknüpft, Digga. Geistrink. Und bin nur. Also, Kunde feiert's oder was? Und sagt, der will Angebot haben. Digga, Kunde feiert's und will mal eine Kostenanalyse haben. Ja, Bro, was gibst du dem für ein Paket, Digga? Sag wie viel? Ich gerne, was du haben willst für diese Erklärvideos. Haha. Beziehungsweise allgemein für Videos. Lass uns gerne mal ausprobieren. Vielen Dank, bis bald. Ja, Bro, was willst du haben? Rede mal lauter. Ist gut frei. Lass uns nochmal die Negotiations. Ja, die Würfel rausholen irgendwie. Boah, lass uns mal wieder ein paar Preise würfeln, oder? Dann machen wir mal die Würfel hier rausholen, die Teile, Digga. Feier ich. Machen wir mal ein guter Start in die Woche oder was, ne? Ich sag ein Rack. Oh! Ja! Oh. Ah, krass, Digga. Das ist krass. Ah, der Erfolgserlebnis, ja. Du mal wie 2 auf dem Sonntagabend, Digga. Feier ich. Nochmal mit dem Wasser anstoßen, ja. Krass. Digga, jetzt muss ich echt mal checken, was man so preismäßig machen kann, ne? Ja. Der Besitzer der Kaffeerösterei hat mir nämlich geschrieben und möchte tatsächlich anscheinend zusammenarbeiten. Also habe ich gestern Abend so halbwegs gut durchdacht nochmal ein paar Preise aufgeschrieben und die dem vor einer Viertelstunde per Instagram Direktmessage einmal durchgegeben. Jetzt bin ich wirklich gespannt, ob er da noch bei mir ist oder ob er mich jetzt schon losgelassen hat. Aber tatsächlich bin ich heute auch hier in Italien laufen gewesen und danach habe ich direkt die Vermieter angesprochen, wie es aussieht mit dem Video. Hätte ich mir denken können und hatten wir dann auch tatsächlich schon vorgestern einmal gecheckt im Internet, ob man überhaupt bei Airbnb Videos hochladen kann. Stellt sich raus, kann man gar nicht. Ha, nice, dass wir schon ein Video gemacht haben, aber das wissen die ja nicht. Ich habe denen das ein bisschen so verkauft, als ob wir ja gerne mal Bilder machen würden für die und denen helfen würden. Die Frau hat es auch Gott sei Dank relativ direkt gut aufgenommen, dass es auf jeden Fall eine bezahlte Leistung ist. Wollte mich so ein bisschen mit Service for Service abspeisen. Hat gefragt, ob wir nicht lieber noch gratis länger bleiben wollen. Das geht leider nicht, weil wir schon Rückflüge gebucht haben. Aber ich habe dann gesagt, dass wir für 100 Euro gerne Bilder machen können. Das ist natürlich weniger als gedacht. Eigentlich wollte ich ja 500 Euro für das Video haben. Aber besser als nichts. Und ich würde mich einfach mal freuen, überhaupt die ersten Einnahmen zu haben. Deshalb bin ich jetzt gespannt, was der Chef der Kaffeerösterei sagt und was die Besitzerin vom Airbnb sagt. Die wollte sich dann nämlich morgen melden und morgen sagen, ob sie neue Videos haben möchte. Ich habe aber so eine Hoffnung, dass das relativ, ja, dass sie da relativ offen ist, beziehungsweise ihr Mann auf jeden Fall. Der hat nämlich schon die Drohne hier von Tim gesehen und der hat schon auf Italienisch, mein Italienisch ist nicht ganz so gut, aber ich glaube, das habe ich verstanden. Er hat auf jeden Fall gesagt, dass er schöne Drohnenaufnahmen wir machen könnten. Und deshalb, ja, werde ich euch mal wieder Bescheid sagen, wenn es soweit ist, was passiert ist. Mittlerweile, ja, schon 22.30 Uhr. Ich wollte euch nur mal Bescheid sagen, dass ich tatsächlich nicht gute Neuigkeiten von der Kaffeerösterei gehört habe. Der Besitzer hat mir geschrieben, dass er sich nach dem Urlaub meldet und dass wir das hinkriegen. Also ich bin mega begeistert, ich freue mich richtig. Bin mal gespannt, was er sagt. Ich wusste ja, dass er eine Woche im Urlaub ist, hatte ich auch schon im letzten Video gesagt. Und ja, dann bin ich mal gespannt, welches Produkt, welche Dienstleistung er jetzt nehmen möchte. Ob er die Beratung haben möchte, wo er dann im Prinzip selber lernt, wie er die Videos macht oder ob er einfach nur ein paar einzelne Videos kauft oder vielleicht oder Social Media Management, wenn er keine Lust darauf hat irgendwie oder freie Kapazitäten dafür schaffen möchte. Weiter habe ich aber trotzdem heute noch mega viel geschafft eigentlich. Habe hier in meinem schlauen Buch vor dem Urlaub noch ein paar Ziele aufgeschrieben, die ich habe. Und zwar war eins davon, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber wenn ihr irgendwie so eine neue Geschäftsidee habt, ja, für mich ist irgendwie immer was damit verbunden, wenn man eine eigene Website hat. Und ich wollte unbedingt eine haben. Und tatsächlich, ich habe gestern eine gekauft und habe die heute eigentlich so gut wie es geht fertig gemacht. Und zwar, sorry. Hier das Logo erkennt ihr. Ich habe bei IONOS gekauft. Ich zeige euch mal nicht ganz die Website, nur einen kleinen Ausschnitt.
Aber ja, also Website habe ich geschafft und tatsächlich habe ich auch schon Visitenkarten designt. Die werde ich dann auch jetzt die kommenden Tage in Auftrag geben. Ich bin mega zufrieden, also habe auf jeden Fall einiges geschafft fürs Business, aber am Ende des Tages halt auch wieder viel Geld ausgegeben, was heißt viel Geld, die Website hat jetzt für 6 Monate 6 Euro gekostet, ist bei Jonas gerade ein Angebot bei 1&1 und die Visitenkarten habe ich noch nicht bestellt, aber die sind auch eigentlich nicht so teuer, soweit ich weiß. Und ja, dann freue ich mich jetzt eigentlich nur nächste Woche was von dem Besitzer der Kaffeerösterei zu hören und wie gesagt, morgen dann etwas von der Besitzerin des Airbnbs. Ja, also 100 Euro, die ersten 100 Euro zu verdienen, würde mir schon sehr, sehr schmecken, würde mir sehr, sehr gut tun, vor allem auch der Serie, denke ich. Ich bin auf jeden Fall mega gehypt und wenn die sagt, dass sie Bilder haben will, mache ich hier Bilder, die wirklich sich gewaschen haben und die dann alles andere auf Airbnb mal komplett alt aussehen lassen. Drohne ist ja wie gesagt auch dabei, also Drohnenaufnahmen werden sie wahrscheinlich auch haben wollen, aber ist ja alles kein Problem, mega gerne. Equipment haben wir ja hier. Und dann würde ich sagen, melde ich mich mal morgen. Ja, kurzes Update. Und zwar, der Zeller ist da gerade, wie es sich gehört, man sieht, die kommt fleißig am Arbeiten, weil jetzt die, ja, wie sagt man, die Besitzerin von Airbnb gekommen ist und die Bilder anschauen wollte. Dann ja, hat Axel schon gesagt, dass das Video auch parat ist. Da hat sie, bevor sie es gesehen hat, aber schon gesagt, dass sie es auf jeden Fall nicht haben will. Krass. Da hat Axel aber die Bilder gezeigt. Zweites Bild war eins, was nicht rein sollte. Das war noch ein bisschen unscharf. Krass, hat sie nicht mit. Jetzt kommt sie noch mal in einer halben Stunde auf jeden Fall und schaut sich das Ganze an. Axel muss jetzt irgendwie auch Zeit mit das machen. Ich koche in der Zeit. Irgendwie alles hier gerade ein bisschen am Ohr überkochen. Daher ich. Und ja, wünsche uns Glück, vor allem Maxella, seinen ersten bezahlten Auftrag zu kriegen. Aber ja, wird er schon irgendwie packen. Jetzt muss er die Bilder noch gut machen, dann läuft's. Also, mittlerweile schon 11:30. Tatsächlich ist das Gespräch ganz gut ausgegangen, würde ich sagen. Sie war sehr begeistert von den Bildern. Ja, krass, Digga, wir machen Lärm jetzt. Also, Vermieterin war begeistert von den Bildern eigentlich, hat nur noch, ich glaube, 3 Bilder in Auftrag gegeben. Lass es 4 sein. Also wir müssen morgen früh noch, bevor wir fahren, ein Bild von außen vom Haus machen. Wir müssen noch kurz einen Screenshot von einem Video machen vom Fluss, wo wir immer baden waren. Damit sie was von der Umgebung hat. Von der Küche müssen wir noch ein neues machen und vom Wohnzimmer noch ein neues. Aber davor müssen wir erstmal aufräumen. Dann ist super, aber davor, wie der Timmy gesagt hat, müssen wir erstmal aufräumen. Sieht ziemlich scheiße aus. Komm mal schlecht drin dann, ja. Check ich mal kurz die Küche. Oh nein. Oh lolo. Oh lolo. Oh lolo. Zum Glück ist Axella halt mit. Oh lolo. Könnt schwören, hier muss man noch aufräumen, bevor man ein Foto machen kann. Könnt schwören. Ich glaube, Axella, das machen wir bis gestern. Ja, rede mal, Bruder. Ich glaube, dein Pommes sagt übrigens nicht auf. Ja, ich glaube auch nicht. Ja, sonst eigentlich hier am Abend noch mies ein abgechillt und gerade nochmal Ironman Motivation geholt. Also Ironman Frankfurt wird's nicht, aber Hamburg 2024 mit Coach Number One. Inshallah. Feier ich. Jetzt fehlt nur noch das finanzielle Boom. Nochmal reinpainten. Einer ist lustiger. Wie viel kostet 880? 880 Euro. Inklusive Fotos. Inklusive Fotos. Falls jemand noch ein paar Bilder braucht von Airbnbs, Videos, irgendwas, ich bin der Mann. Feier. Ich würde sagen, Bro, jetzt teilen. Du Schein. Ich würde sagen, erster Auftrag ist geglückt. Alhamdulillah, Bro, Glückwunsch. Danke, danke für deine Hilfe und für deinen Lightroom. Gerade einfach noch fast für die 100 Euro, 1800 Euro Kamera fallen gelassen. Feier ich. Ja. Aber kurzer Schockmoment, aber der Teppich hat es irgendwie, glaube ich, gerettet und Tim mit seinem Fuß. Also Kamera geht auf jeden Fall noch. Und ja, ich würde sagen, der erste Auftrag war mega erfolgreich. 100 Euro, Cash in der Tasche. Ja, ich würde sagen, jetzt kann es nur weitergehen. Dann sind wir hier fertig und wir haben gezeigt, was möglich ist, im Urlaub Geld verdient. Krass. Ja, stimmt, das ist das erste Mal. Das ist krass, Digga. Das ist krass. Ohne Handy, Digga. Hoho. Also, wird Zeit, mal wieder ans Handy zu gehen. Wow.
Ja, und am Freitag habe ich mich dann noch in Düsseldorf mit wahrscheinlich meinem längsten Kollegen, also meinem ältesten Kollegen getroffen, den ich schon seit immer kenne, Lukas. Wir waren im Café, haben viel geredet, aber auch viel gearbeitet noch, wie ihr seht. Und ich habe noch ein paar Texte auf meiner Website angepasst, habe die dann einmal Lukas gezeigt. Und ja, er sieht zwar nicht so begeistert aus, aber er meinte eigentlich, er findet sie ganz gut. Und dann habe ich auch endlich tatsächlich noch meine Visitenkarten bestellt, die ich schon seit langem fertig hatte. Und damit soll es das dann für diese Woche gewesen sein. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Dann wisst ihr auch, wie es nächste Woche weitergeht. Und ich würde sagen, bis dann.